Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht in letzter Zeit mitbekommen habt, waren einige Videos in letzter Zeit vielleicht mal ein bisschen aufwendiger. Aber jetzt mal wieder einfacher GoPro-Vlog, einfach mit der GoPro in der Hand, POV. Wir sind in Mexiko. 1 Million Dollar. If I don't have my phone in my hand while driving, I'm gonna use my GoPro. Ratet mal, wie die Stadt heißt, in der wir gerade sind. Also ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir sind in Tequila. Dem einzig wahren Tequila. Und gehen jetzt in eine Tequila-Fabrik. Wuhu! Awa wiwa! Morning! Guten Morgen! Time to build bikes up! Oh ja! Oh ja! Ich würde sagen, ein kurzer Mandatory Crib Check darf nicht fehlen, hier in Mexiko. Fangen wir an mit meinem Zimmer hier, sehr schön eingerichtet. Kabelverlegung ist auch on point, kann man so sagen. Auch sehr stilvoll alles hier, ne? Kleines Bad. Dann kann man tatsächlich nur von dem Balkon hier rein. Da ist der Pool, da müssen wir eigentlich nochmal reinspringen. Da sind die Nachbarn mit ihrer fetten Crib. Der Yard, hier ist Eriks Crib, ich weiß nicht, ob wir da jetzt reinkommen. Entschuldigen Sie. Niemand zu Hause. Auch wieder auf dem Balcony. Jakobs und Huppis Crib. The kitchen. The cook. Veggies for breakfast. Und dann geht's hier raus. Man muss tatsächlich rausgehen und wieder reingehen, um zum Eingang zu kommen. Pool vorbei. Dieses Wohnzimmer. Jetzt hier raus auf die Street zu unserer Mietkarre. Das war der kurze Crib-Check. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt auch noch eine weitere Toilette. Kurzer Kurscheck mit dem Fatty. Your boys. And girls. Also Stepdown ist ziemlich genau so gleich wie letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass er länger oder größer oder höher ist. Danach kommt Rechtskurve und der erste slightly Rechtshipsprung. Ich glaube, der müsste auch exakt gleich sein wie letztes Jahr. Also das Roadgap auch same as last year. Und dann kam hier letztes Jahr so eine 90 Grad Hip, die müssen wir da rechts war. Das haben sie jetzt geändert, länger gemacht und nur noch so eine 45 Grad Hip. Schon groß, ne? Aber voll entspannt, sieht oder? Perfekt aus. Ich glaube, es wird richtig geil sein. Rechts Hip, links Hip. Die Hip länger, größer, aber dafür weniger gewinkelt dieses Jahr.
Und danach kam letztes Jahr einfach nur wieder ein straighter Stepdown. Das ist jetzt eine Sharkfin, die man, glaube ich, ziemlich krass wegracen kann. Da war letztes Jahr einfach ein Stepdown und jetzt ist eine leichte Sharkfin. Sharkfin müsste ungefähr die gleiche Größe wie der Stepdown letztes Jahr haben. An das Boner Lock ist vielleicht ein Ticken länger und der untere Teil ist komplett gleich. Aber da ganz hinten, sieht man jetzt von hier wahrscheinlich nicht, gibt es neue Jumps. Und mal gucken, ob wir da gleich ein bisschen Warm-up fahren oder im Laufe der Woche mal ein paar Sessions machen, wenn es ein bisschen zu windig ist, wie jetzt gerade zum Beispiel. Good size. Very nice. Schön Büster. Der Boner sieht fast ein bisschen länger aus dieses Jahr, aber kann sein, dass es einfach nur täuscht. Slide. Ist der obere Stick gefahren? Bis hier, ja. Stick? Ja, aber muss schon. Ja, drei zu langsam. Ich bin ab dem. Ich war zu weit im Roadkill. Ja, ich war Ticken zu kurz und den beiden danach auch noch zu kurz. I went so deep on the step down there. Oh fuck. I hit my tire like landing so like almost flat in the fucking valley. Oh my god. Full laps are the dream, ey. Alter, der erste Full Lap und ich bin so tief bei dem Drop, dass ich mit meinem Oberschenkel einfach auf den Reifen und bei den Geschwindigkeiten wird das hier so spitz. Holy shit. Oh. Gestern war ein bisschen Wind Day. Deswegen ging noch nicht so viel. Deswegen stoked. Ersten Top-to-Bottom-Run. Was machen Sachen? Tricks. Tricks. Very nice. Very success. Very nice. Sick, Alter. Ich hoffe, ich hab den drauf, weil ich war ein bisschen close. Steady wap. Oh, oh, oh. Jesus Christ. Yo. Thank you.
deep. Alter, so scary, wenn alle sich zerlegen und man dann losfährt. Komplett. Ekelhaft. I'm good. Pull my pants off. Okay. Oh. Oh. Mittlerweile Tag 4, Donnerstag, und tatsächlich noch nicht ganz so viele Laps gefahren, weil ja, immer zu den falschen Zeiten am Binden gewesen und so weiter. Aber ich denke, ein bisschen Fahrzeit bekommen wir noch. Deshalb gibt es auch ein kleines FMX Setup hier. Und das Lustige ist, dass das FMX Setup halt fast dass es halt fast ja, kein Stück größer ist als das Mountainbike Setup. Wenn man sich das mal hier anguckt. Und ich würde sagen, ich will jetzt mal wirklich wissen, wie groß der ist. Jetzt gehen wir mal auf Sweet Spot. Der Landung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, 16, 16,5. Irgendwo in dem Bereich. Irgendwo in dem Bereich bewegen wir uns. So wie ich den dann eben bei dem Flip überschossen habe. Dann glaube ich ganz easy mal bei 20 Meter und vor allem hohe 20 Meter, weil diese Rampe einfach so krank nach oben kickt. Kann man sich nicht vorstellen. Ist echt ein bisschen scary. Muss man wirklich sagen. Und man muss auch leider sagen, es ist dieser bisschen Ort, denn es sind einfach jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 14 Leute, die sich rausgeschossen haben. Krankenhaus, teilweise mit, ja, nicht ganz so easy Verletzungen und so weiter. Das ist teilweise ein ganz schönes Schlachtfeld, wenn man dann wirklich da im Raiders Zelt ist und Leute werden wirklich auf so einer Bahre dann rausgetragen und so. Und links und rechts sieht man nur zerschossene Menschen und Räder. Ist schon heftig. Ja, muss man dann nicht zu sehr drüber nachdenken. Dieses Jahr sehr heftig, aber es sind auch sehr viele Fahrer halt da und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch viele, die, dann, wo der Mut dann zu schnell wächst, sage ich mal so. Und die dann größere Sachen ausprobieren, die sie sonst vielleicht noch nicht gefahren sind. Der Bobo zum Beispiel, der denkt sich einfach, fuck it. Lassen wir einfach bleiben. Haben wir einfach eine gute Zeit in Mexiko. Gestern sind wir einen Vulkan runtergefahren auf fast über 4000 Meter Höhe. Ich war noch nie so hoch mit dem Bike. Dazu gibt es ein komplettes separates Video auf dem Channel dann. Das wäre sonst zu lang für dieses Video. Und heute geht es weiter mit Tag Nummer 4 für Red Fiesta Course. Yes, sir! Woo! Woo! Yeah, Stevie! Oh, God! Let's go! I missed the blunder!
Genau, der Typ, der gerade in dem Run vor mir gefahren ist, war Dylan Stark. Und wer den noch kennt aus einem ganz alten Video aus dem Skatepark in Kalifornien, dann kommentiert jetzt mal OG in die Kommentare. Weil das ist schon, ich glaube, vier oder fünf Jahre her, als wir diesen Incident da hatten im Venice Beach Skatepark. Und er hat mich tatsächlich gestern sogar noch darauf angesprochen. Ja, ist ja auch von BMX auf Mountainbike umgestiegen und übelst am Senden, war ja auch bei der Rampage am Start. Übelst korrekter Typ. Auf jeden Fall geil, den alle Jahre mal wieder zu sehen hier. Mal Abkürzung genommen. Session war der absolute Wahnsinn, so geil auf diesen Riesensprüngen einfach in die Sonne rein zu floaten. Kann mir echt wenig Geileres vorstellen, muss ich echt sagen. Leider ist der Public Day, der danach war, also gestern quasi, ein bisschen kurz gekommen, weil es leider sehr viel gewindet hat, aber diese Evening Session davor hat mir echt das gegeben, ja, was ich brauchte hier. Leider, was ich eben schon am angesprochen habe, sehr viele Verletzungen dieses Jahr, großes Fahrerfeld. Muss nicht ganz sein, war sehr unangenehm, das teilweise zu sehen, teilweise echt richtig schlimme Sachen, teilweise beide Schultern ausgekugelt, Rücken gebrochen, ja, ich glaube 14 oder 16 Leute, die im Krankenhaus lagen und das war dann teilweise echt nicht mehr schön, haben es dann überlebt, zum Glück, und können halbwegs heil nach Hause gehen. Ich hoffe, die Clips haben euch gefallen, ich hoffe, die Aufnahmen, auch die FPV-Aufnahmen, die ich mit reinnehmen konnte, und es hat so ein bisschen rübergebracht, wie geil es ist, diese riesen Sprünge zu fahren. Ich habe Bock auf mehr davon, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn das der Fall ist, wie gesagt, immer gerne ein Like da lassen. Channel abonnieren nicht vergessen, kommentiert für den Algorithmus und ja, dann war's das aus Mexiko. Zweites Video zum Vulkan gibt's auch noch auf dem Channel, könnt ihr euch auch noch reinziehen und ja, bis zum nächsten Mal. Peace.